Lauf doch jetzt und mach das Rad aus. Übrigens, das Rad aus, das Rad aus, das Rad aus. Das müssen wir mal sehen. Vielleicht weiß jemand hier was. Falsche Seite. Das ist falsche Seite. Aber dann mir die Taktik in den Mund zu legen und dann zu sagen, wie hast du denn mit Gawiwi angegriffen bei Multi-Infernos? Ich bin Dreammaker, ich weiß alles besser. Das ist immer diese im Nachhinein Besserwisserei, ne? Also Moose, es tut mir leid, aber das ist echt so, YOLO hat eine 30er-Königin. Fantastic. Guten Tag, willkommen zurück. 17 Uhr ist eine Zeit für eine Runde Clash of Clans mit mir, Winifred. Und nach dem einen Stern im ersten Angriff. Um 14 Uhr möchte ich jetzt mal versuchen, in dieser Folge mal die zwei Sterne zu knacken. Bei Nummer 2 im Clankrieg. Wir werden mal sehen, ob mir das soweit gelingen wird oder nicht. Ich habe die Truppen schon ausgebildet. Wir werden mit Go Wipe angreifen, während ich mal eben schon mal schnell meine Lager befülle mit Trypskis. Wir gucken mal gleich eben auf meine Ausstellung drauf. Moment. Hier, so, was haben wir denn? Wir haben 3 Päcker. Ich habe nur 3 Mauerbrecher, scheiße. Ich muss noch definitiv... Scheiße, ich muss noch was nachbauen. Mist, ich bin so blöd. Direkt am Anfang einen Fail. Sehr gut. Ja, direkt am Anfang einen Fail gemacht. Es ist so ein bisschen Go-Wee-Weepy eher gesagt. Ich habe nämlich noch 2 Hexen in der Clanburg. Ich habe 3 Packers, wie gesagt, 3 Golems. Und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir hier noch eben... Warte mal, das habe ich jetzt alles weggemacht, so... Ah, hier noch. Hier ist noch der Fehler drin. Es passiert mir so oft, dass ich mich hier verbaue. Angriff, sagt er. Wir schenken ihm einen, dann können wir nämlich jetzt noch 2 weitere bauen. So. Und jetzt können wir im Grunde unsere Lager gleich wieder bestücken. Ich habe jetzt ein paar wenige Magier. Ist aber egal. Wir werden es hoffentlich hinbekommen, das dann so zu schaffen, wie ich mir das vorstelle. Also, es könnte das Comeback werden. Nach dem einen Stern im ersten Angriff, es könnte auch weiter ein weiterer Fail werden. Deswegen habe ich das Thumbnail auch noch gar nicht gebaut. Weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob es was wird oder nicht. So, 6 Stück davon. Und dann sind wir auch gleich vorbereitet für eine Farming-Runde, aber erst heute Abend. Erst heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. So, mal gucken. Das ist alles fertig. Clanburg habe ich 2 Hexen, 1 Magier, 7 Bogenschützen. Das passt auch. Ich habe... Zum Locken brauche ich nichts. Großartig. Wir werden es jetzt gleich nämlich sehen. Der Gegner hat nämlich nicht so... Ja, die Clanburg relativ weit außen. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall von hier angreifen. Die Königin ist hier. Ich werde auf jeden Fall von dieser Seite hier angreifen. Wir werden mal sehen. Er hat sie voll. Die Königin hat aber auch eine relativ große Reichweite. Wir werden es probieren. Truppen habe ich. Clan-Truppen habe ich. Zauber habe ich. Helden habe ich. Auf Gader. So. Oh, er hat gute Clan-Truppen. Für mich gute Clan-Truppen. So, jetzt kriege ich die Skelette und alles hoffentlich auch noch kaputt. Hat er eine Hexe in der Clanburg? Oh, hoffentlich nicht. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden jetzt effektiv dann die Valkyren nehmen. Die nehmen kaum Schaden. Leck mich am Arsch. Die nehmen ja echt mal kaum Schaden. Okay, das ist jetzt nicht so wie gedacht, aber okay, wir werden es vielleicht trotzdem... Oh, nicht mal die Hälfte. Okay. Macht aber nichts. Wir werden es vielleicht trotzdem hinkriegen. So. Komm, spring auf. Spring auf. Und geht bitte alle in die Mitte rein. Und dann gleich hoffentlich dorthin. Und dann werde ich zufrieden sein, hoffentlich. So, zack, zack. Die auch noch hinterher. Oh, bitte lauft nicht nach außen. Nicht wieder nach außen laufen. Lauf nicht nach außen. Lauft in die Mitte, bitte. Der eine Inferno ist jetzt gleich down. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt könnte ich rein theoretisch hier noch einen Wutzauber hinsetzen, in der Hoffnung, dass da noch jemand reinläuft. Ja, das wird auf jeden Fall schon mal ein Stern. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kann ich hier schon mal freezen. Und, oh, die Königin zünden und hoffen, dass hier noch was passiert. Da setze ich schon mal einen hin. Ja, das werden zwei Sterne. Sehr schön. Sehr gut. So gefällt mir das auch. So, wir zünden den König jetzt noch. Können hier noch einen hinsetzen, können auch noch Magier hinsetzen. Und haben dann hoffentlich die 2 Sterne gleich geschafft, so wie ich mir das vorstelle. Ja, die Base war nicht so gut, finde ich. Ich fand die Gegnerbase immer wirklich nicht so gut. Muss man mal sagen, war nicht so schwer wie gedacht. Wird sogar locker flockig. Ich komme über 60%. Sehr schön. Über 60%.
Der zweite Inferno ist mir relativ egal. Den, oh, 61%. So langsam wird's hier, so langsam wird's. Komm, wir kriegen auch noch, wir kriegen noch 63, oder? Kriegen wir noch 63% in 62? Ja. Schaffen wir auch noch, lass ich noch laufen. Und dann waren es lockere 2 Sterne und ich hoffe mal, es wird auch... Ja, ich gebe jetzt auf, komm, das bringt jetzt ja nichts mehr. Ich hoffe mal, es wird meinem Team natürlich auch was bringen. Oh, mal der Clan-Bonus wird sogar... Oh, 1,3 Millionen Clan-Bonus. Das wäre doch mal richtig geil. Wir führen jetzt 31-21. Der Gegner hat aber allerdings noch einige Angriffe übrig, vor allem die ersten natürlich. Haben alle noch einen Angriff übrig auf unsere ersten 3 auch. Ich bin mal gespannt, was sich da noch so tun wird. Und ja, wir wollen mal jetzt mal schauen. Was fordern wir denn jetzt mal an? Ich fordere ja immer... Ich fordere diesmal ein bisschen höher. Magier 6 oder Lakis 5 plus. Ja, das ist, da wir ja kleine Level 5 sind, kann ich jetzt mal ein bisschen höher fordern. Wir können ja mal auf die Kriegsereignisse gucken. Bin ich eigentlich heroischer Angriff? Ja, heroischer Angriff, sauber. Heroische Verteidigung. Crystal ist bei uns heroische Verteidigung. Gegen die Nummer 5. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, was da passiert ist. Heftig, auf jeden Fall, dass die Valkyren, die haben echt schon viele Hitpoints, muss man schon mal sagen. Also die haben schon echt ganz gut ausgehalten. Ich finde es aber bei einem Giftzauber ist es natürlich immer besser, wenn du mehr oder weniger solche Truppen wie Bogenschützen, Hexen, Magier und sowas hast. Die gehen ganz gut down. Drache, sehen wir jetzt hier auch. Crystal bei uns hat einen Drache in der Klarenburg Level 5. Schwierig. Ist auf jeden Fall schwierig, dagegen anzukommen, aber wir werden mal sehen. Ja, guck mal, wie wenig er verliert, ne? Ich meine, selbst wenn du den dann auf Max hast, wird der kaum was ausrichten können gegen den Drachen. Und selbst gegen den Ballon natürlich. Wird auch, ist, richtet er auch kaum was aus, ne? So, Golems da vorne rein. Was macht er denn jetzt noch? Er geht da rein? Er geht jetzt mit den... Warum nehmen die ihm alle Riesen mit? Sprengt es sogar noch auf. Magier hinterher. Viele Magier. 2 Päcker hat er auch. Okay, er hat keine Königin. Und ich bin mal gespannt. Laufen die Hexen laufen jetzt in die Mitte? Die Päckers laufen auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt fehlt es dann, glaube ich, einfach an einem Sprung. Ich tippe mal einfach, bei diesem Angriff fehlt einfach an einem Sprung. Wir sehen es ja jetzt hier in der Mitte. Ich zoome mal rein. Da. Da, wo jetzt der Päcker mehr oder weniger sich jetzt erst um die Wand bemüht, da hätte eigentlich noch etwas anderes unter die Königin, ne? Deswegen greife ich immer von der Seite mit der Königin an, weil die Königin einfach die Truppen immer dann wegzieht. Der Päcker lief dann noch erst zur Königin hin, anstatt da irgendwas anderes noch wegzumachen und war dann von den Tesla relativ schnell tot. Und natürlich auch von dem X-Bogen. 39%. Ich spüle mal ein bisschen vor. Wir sehen es jetzt ja noch. So 13 Sekunden noch. So, er kümmert sich jetzt noch um das Lager. Jetzt ist da noch was weg. Und dann war es das gleich auch schon. 47%. Und das war's. Kein Stern für... Wie hieß er? Er hieß... Ach, warte, ich muss ja hier drauf gehen. Er hieß... Ne, warte mal, habe ich das gesehen jetzt? Warte. Er hieß... Irgendwas Amerikanisches. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind ja immer noch auf der... Wir sind ja mehr oder weniger noch auf der Suche nach... Oder beziehungsweise auf der Reise zum Maxed Level 10 Rathaus. Zumindest was die Def angeht. Es fehlt ja auch nicht mehr viel. Ich habe ja diesen hier schon den Auftrag gegeben. Hab aktuell 3,995 Millionen. Oh, ich will den Clan-Bonus, Clan-Kriegs-Bonus unbedingt haben. 1,3 Millionen. Das wäre natürlich echt episch. Die Nummer 3 ist noch frei. Die wird sich dann wahrscheinlich der Marcel schnappen. Wenn er da 2 Sterne holt, wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann vielleicht noch, wenn er dann vielleicht noch hier unten irgendwo was holt, zum Beispiel... Da ist nicht mehr so viel übrig, ne? Vielleicht bei der 10 oder so. Ah, da hat der Rabauke schon 93%. Gut, also es sieht echt gut aus. Ich kann den fast schon ausgeben, den Clan-Kriegsbonus. Heute Abend ist der Clan-Krieg vorbei. Ich bin mal gespannt. Was sagt denn unser Kriegslog? Der sagt, wir hatten ziemlich viele gewonnen und dann hatten wir jetzt Niederlage, Sieg, Niederlage. Also wird es jetzt wahrscheinlich wieder ein Sieg werden. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir spenden jetzt schon mal eben wieder was für den guten Timo. Wollte noch ein bisschen Def haben. Der kriegt jetzt ein paar davon. Und einmal gucken, ob wir vielleicht sonst noch was loswerden können. Def, genau. Der will auch noch was haben. Und dann würde ich sagen, Leute, sind wir schon am Ende. Es wird ein bisschen eine kürzere Folge heute, aber es macht ja nichts. Morgen geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ja, einen Kommentar, wenn würde ich mich auch freuen. Also macht's gut, bis demnächst. Tschüss. Don't resist, time seems to fly but the clock doesn't tick. I crash into you, we both feel the hit. We both feel the way that our chemicals mix. And I wish that I just came out.